Da können wir jetzt auch weitermachen. Ich habe da mal einen Teil eingeschnitten und eingefügt. Der besteht aus mehreren Teilen, weil ich teilweise mit Reste gearbeitet habe oder auch mit Verpackungsmaterial. Wie ihr sehen könnt, so war irgendwo, glaube ich, beim 3D-Drucker drinnen. Und das müssen wir jetzt ankleben. Dann machen wir den ersten Teil. Das geht weg. Ups. Ein Geschirrsäckchen. Passt. So, die unterste fertig. Jetzt machen wir da wieder was drauf. Also die, ich habe mir jetzt zwar eine Plattenlage wieder beim Bauhaus Baumarkt eben besorgt, weil ich doch zwar arbeite schon mit Resteln auch, aber manchmal ist es dann doch besser, wenn man aus der vollen Platte was rausschneiden kann. So in dem Fall. Und wie ihr seht, habe ich das da angesteckt. So. Da muss ich hinten dann auch noch was hinzeichnen. Das ist jetzt nur mal die grobe Variante mal. Und bin ein bisschen zu tief gekommen. Deswegen habe ich mir dann da noch was zugeschnitten. Den, wenn man das jetzt schön andrückt, habe ich da fast eine Ebene, wie ihr sie vielleicht sehen könnt. Dass das jetzt nicht wirklich gerade ist und buckelig, ist jetzt für mich, von mir aus gesehen jetzt kein Problem, weil die Natur ist auch nicht überall gerade. Man hat auch ihre Buckel. Passt. Gut, da werden wir nachher noch einmal so Reststücke rein. Und da bin ich beim Überlegen, ob ich nicht da jetzt dann vielleicht sogar eine schräge runter gehe und auf der Höhe rüber und da eine Wand mache. Eine Mauer halt. Für da vorne brauche ich jetzt wieder eine Schablone. Das heißt, ich nehme wieder so ein A3 Zeichenblatt. Nein, das jetzt einmal da, wo ich die Stempel habe. So sagen wir gerne. Die Pfosten, auf das das aufgebaut ist, der Gleisplan. Also wieder kärntnerisch lernt ihr dann auch, gell? So, die schneide ich einmal auf, damit wir dann da reinkommen. Passt. Ich mache jetzt da einmal einen Strich. Da einen Strich. Ihr seht, fahr dann da entlang, nimm da jetzt das Brett als Führung und da kommt ja auch noch was raus. Auf jeden Fall werde ich jetzt da, so her machen. Wir werden gerade dann nur vorne die Klippe machen.
da ein bisschen mehr. Oder ein bisschen weniger, so wie wir machen. Ja. Dass wir ein bisschen Platz haben für Felsen und so. Weil da ist eine Klippe, möchte ich machen, oder ja, und da möchte ich dann Häuser machen, die eben auf Stelzen stehen. Das ist einmal der vorläufige Plan. Gut. Das muss ich mir merken, dass der Spitz dann da weitergeht, aber das ist jetzt nicht so schwer. Das schneiden wir jetzt ganz normal zusammen. Da haben wir fast ein bisschen Dings, das heißt, wir müssen da was hinzufügen. Das werden wir auch machen, damit wir da einfach bitten. Das ankleben. Damit wir alles so. So einigermaßen genau sind. Zukleben. Passt. So, jetzt so. Dann auch da. Immer. Da müssen wir noch Platz haben für einen Felsbogen. Der Felsbrücke. Passt. Was wir da noch ändern werden, ist, dass wir da eine Gerade machen werden. Im Gegensatz da, wo ich schräg geblieben bin, werde ich da jetzt eine Gerade machen. Damit man dann auch wieder mit einer Gerade zurückkommen. Passt. Das heißt, wir haben jetzt da eine Gerade noch zum Wegschneiden. Da haben wir noch das zum Wegschneiden, das Zipferl bleibt, da haben wir das zum Wegschneiden. So, wir haben wieder eine Vorlage, nach der wir jetzt da ausschneiden können. Jetzt suchen wir uns ein Stück, vielleicht haben wir noch ein Stück in der Größe, sonst müssen wir die Platte wieder anschneiden und ja, das schauen wir mal. Wir brauchen dann die Höhe von 5,5 cm. Gut. Da müssen wir uns dann eh was überlegen. Damit ihr wieder seht, ich habe das eben mit Tapeziererernadeln fixiert. Die Schablone. Da habe ich 1,5 cm rein, weil das untere eben 1,5 cm ist. Hab jetzt da, ich tue das jetzt drunter mit dem Kugelschreiber in dem Fall, aber das kann man mit dem Bleistift auch machen, angezeichnet. Und das schneiden wir jetzt dann aus. Und ja, das mache ich wahrscheinlich mit dem Boxen-Heißdrahtschneider. Jetzt habe ich da den Teil auch schon hinzugefügt. Habe da abgeschreckt, weil 5,5 cm ist das hoch, 6 cm ist meine Platte hoch insgesamt, wenn ich sie doppelt nehme.
Ihr seht, ich habe jetzt schon den einmal dazugestellt, damit man sehen könnt, eben da kommt dann das Portal dazu, wobei das dann oben dann noch drauf kommt. Auf jeden Fall könnt ihr euch vorstellen, eben da kommt dann halt noch die obere Mauer dazu. Da wird das recht gut ausschauen, wenn das dann auch felsig alles ist und da der Zug hineinfährt. Ja, das war jetzt der Teil, damit ich einmal da fertig machen kann. Ich muss dann noch auf der anderen Seite auch das fertig machen, sodass ich auch eben das Portal, ich sag halt immer dieses Tor halt, Portal eben dann hinzufügen kann. Na, Alexander, wie gefällt denn dir das? Schaut das schon gut aus? Schaut schon mal sehr gut aus. Sehr lässig. Ja, kann ja schon gut mitziehen. Gell? Das wird toll ausschauen, gell? Ja. Ja. Willst du noch was sagen? Dafür brauche ich dein Mikrofon. Dafür brauchst du mein Mikrofon. Sonst hören Sie das halten, ja? Danke, dass ihr uns zugeschaut habt. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und ihr könnt uns ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten könnt ihr unseren Kanal Alex Moba Opa einrichten. Abonnieren. Wir hoffen, dass es euch gefällt. Und ihr könnt uns mal besuchen kommen, damit ihr es mal in echt sehen könnt. Und wie ihr seht, hat er da schon etwas gut gemacht. Tschüss!